Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lego Star Wars die Skywalker Saga. Freunde, wie immer natürlich danke für das Feedback, danke für die Unterstützung. Lasst auch hier gerne ein Like da, checkt die Videobeschreibung ab fürs Gewinnspiel. Auch gerne mir auf Social Media folgen, also Instagram, Twitter, auch gerne bei Twitch vorbeischauen. Freunde, ansonsten würde ich sagen, gehen wir kurz die Fragen durch vom letzten Mal. Die erste Frage war, wer rettet Luke in das Imperium schlägt zurück mit Hilfe eines Kadavers, eines Tauntauns? Natürlich Han Solo, Freunde. Dann war die zweite Frage, wem vertraut Obi-Wan auf Tatooine den neugeborenen Luke Skywalker an? Der erste Name ist ja klar, Owen Lars und Beru. Beru und Owen Lars. Ah. So, zwei neue Fragen, Freunde, für euch, für die Experten. Von welchem Planeten ist Palpatine ein Senator? Ja, ist easy. Und wie heißt die mächtige von Newt Gunray angeführte Organisation? Wie heißt die mächtige Organisation, angeführt von Newt Gunray? So, let's go. Weiter geht's, Freunde. Die Reparatur haben wir ja zum Glück beim letzten Mal erledigt. Wir können jetzt hier weiter durchstarten. Das ist nicht meine Schuld! Durch die Macht Dinge wirst du sehen. Fremde Orte. Leia! Ich sah eine Stadt in den Wolken. Freunde hast du dort. Ich muss zu ihnen. Dich und deine Fähigkeiten will der Imperator. Das ist der Grund, warum deine Freunde leiden müssen. Aber ich kann ihnen helfen. Ich fühle die Macht. Jetzt werden wir es niemals da rauskriegen. Ah, Freunde, ja, gut. Gut, es geht hier noch weiter. Alles gut, alles gut. Soll ich etwas so Großes bewegen? Unmöglich ist immer alles für dich. Meine Worte, hörst du sie nicht? Das muss dabei sein, die Szene muss dabei sein. Das ist... Okay. Das ist so cool gemacht, das sieht so cool aus, wirklich, dass du teilweise so die kleinen Einzelteile siehst bei den Raumschiffen, ne? Also das glaube ich einfach nicht. Darum du versagst. Ja, Luke, du Versager. Enthüllungen. Ich werde zurückkehren, das verspreche ich. Dieser Junge ist unsere letzte Hoffnung. Nein, es gibt noch eine andere. Ben meinte. Die Macht ist mit dir, junger Skywalker. Aber noch bist du kein Jedi. Episch, nur episch. Dein Hass kann mich vernichten. Gib dich der dunklen Seite hin. Nein, kein Bock. Das war krass, ey. Auf jeden Fall ein krasser, epischer Moment. Vor allem auch hier, wie soll man sagen, hier dieser Raum einfach, der sieht auch geil aus, weißt du? Alleine das sieht schon nice aus. Ey! Ja, blocken ist nicht so mein Ding, ihr wisst es doch, Mensch. Ich weiß, dass ich blocken kann, aber ich will nicht.
Einmal, komm, einmal noch. Nein! Allzu leicht. Vielleicht bist du doch nicht so stark, wie der Imperator dachte. R2, du musst dieses Ding ausschalten! R2, der Retter! Der Retter in Not! Beeil dich, R2! Bin doch schon dabei! Beeindruckend. Höchst beeindruckend. Ich muss sagen, die Vader-Stimme hier in dem Spiel haben sie gut gewählt, oder? Muss man auch mal einfach sagen. Die haben sie ganz gut gewählt. Den Sprecher. Wir werden ihn verfolgt. Wenn du Yoda nicht enttäuscht. Was ist das denn hier? Was seid ihr denn für Junkies? Ey, was geht ab mit der Kamera immer, ey? Was hab ich denn ge... was? Der Dampf, ey. Wie der Dampf mich auseinandergenommen hat, zweimal. So, das so. Zack. Jawohl. Nice. Easy going. Und Freunde, nochmal der Hinweis, hey, vielleicht auch auf meinen neuen Zweitkanal, falls ihr da Bock habt, ein bisschen von mir mehr Serien, Film-Talks zu hören oder sowas. Auch über Star Wars natürlich. Dann checkt das gerne mal ab. Saltman heißt der Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Danke, R2. Feuern die mich an? Also sind die Fans? Was ist denn hier los? Ich will das doch gar nicht. Was ist denn hier mit der Kamera los? Ich will hier gar nicht. Was passiert hier gerade? Sehr ruhig. Hä? Was war das? Wo ist Luke? Jetzt hier. Oh mein Gott, was war das? Alter. Das ist ja cool gemacht. Obi-Wan hat dich viel gelehrt. Du vermagst deine Angst zu beherrschen. Lass deinem Zorn jetzt freien Lauf. Nein! Versteht er auch nicht, ne? Das sah schon wieder so komisch aus jetzt gerade. Was passiert hier? Jetzt muss ich den selber abwerfen vielleicht? Hä? Freunde, versteht ihr, was hier gerade passiert? Also irgendwie wird das ganz komisch. Ganz komisch, ja, egal. Ganz komisch. So, zu seiner Ausweichhelden. Weg, 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 weg! Jawohl!
gibt kein Entkommen. Zwing mich nicht, dich zu zerstören. Schon wieder der Willem Scream. Ich muss mich daran erinnern, was Yoda mich gelehrt hat. Kein Zorn, keine Furcht. Los, R2, hinterher! So, ein paar Steine einsammeln. Was ist hier mit der Kamera los? Also wirklich, langsam aber sicher, ey. Musst du dich doch mal ein bisschen raffen jetzt hier, Kamera. Kameraman. Ganz wilde Farben hier, teilweise. Ganz wilde Farben hier. Oh! Wie kann man so schlecht springen? Wie kann man so schlecht springen? Er ist hier irgendwo. Spüren. Komm raus, Vader! Der große böse Sith Lord versteckt sich vor einem kleinen Jungen von der Farm? Wir brauchen so viele Umkleiden. Was ist das denn hier? Es ist eine Umkleide oder was? Das war der falsche Raum. Junge, das zweite. Das ist ja für meine Verhältnisse schon viele. 410, 411, 4. Hoppla. Entschuldigung, Jungs. Keine Spur von ihm da drin. Du bist geschlagen. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Jetzt wüsste ich ja auch ganz gerne, was in einem anderen Raum ist, oder? Jetzt quickt er mich eventuell. Hey, du Sau. Kann ich trotzdem noch nachgucken? Nee. Doch, irgendwie, ja, irgendwie okay. Nein. Ja. Die Kamera, wie die Kamera den die ganze Zeit fixiert. Eine Freunde. Ganz komisch. Lass dich nicht zerstören, wie einst Obi-Wan. Schnapp den Droiden! Keine Sorge, das hat Disney gemacht. Disney hat Luke hier zerstört. Ey, der geht aber ab hier, ey. Komm noch. Das kann ich auch. Och, Mensch. Wer kämpft denn da hinten? Hauen die R2 gerade kaputt? Jetzt geh drauf hier, ey. Verbünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Obi-Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert ist. Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Nein, ich bin dein Vater. Nein, nein, das ist nicht wahr. Niemals! Verbünde dich mit mir. Gemeinsam können wir als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen. Was? Leia! Luke, wir müssen sofort zurück.
Zeit für Lichtgeschwindigkeit. Sie sagten, Sie hätten es hingekriegt. Luke, wir sind bereit für den Start. Viel Glück, Lando. Sobald wir Jabba den Hutten und diesen Kopfgeldjäger gefunden haben, benachrichtigen wir euch. Wir sehen uns an unserem Sammelpunkt auf Tatooine wieder. Wir werden Han finden, das verspreche ich. Oh ja, Freunde. Das war krass. Das war krass. Aber wenn du schon sagst, ich bin dein Vater, musst du auch den ganzen Satz sagen. Luke, ich bin dein Vater, oder? Aber wie gesagt, der Sprecher von Vader, den haben sie echt ganz gut ausgewählt. Ja. Den haben sie ganz gut ausgewählt. War okay, das Finale jetzt. War okay. Krass, ey. Hier nur 28%. So, Freunde. Beim nächsten Mal Rückkehr der Jedi-Ritter, Freunde. Und dann kommen wir endlich zu den richtig geilen... Nein, Spaß. Gut, Freunde. Also, ich danke fürs Zusehen. Macht gerne, wie gesagt, beim Quiz mit. Macht beim Gewinnspiel mit. Link in der Videobeschreibung. Und lasst auch gerne ein Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns beim nächsten Mal, Freunde. Dann mit Episode 6. Haut rein. Tschüss.